In Dänemark hat Mini die überarbeitete Version des Countryman vorgestellt, 4 Jahre nach der Markteinführung. Die neue Version überzeugt nicht nur im Stadtverkehr, sondern auch abseits befestigter Straßen. Das Design wurde innen und außen an einigen Stellen überarbeitet, Verbrauch und Abgaswerte verbessert. Der neue Countryman hat jetzt eine gewissermaßen erwachsenere Ausstrahlung und ist groß geworden, gleich im doppelten Sinn. Und das ohne sein Allround-Talent für vielseitige Mobilität und aktiven Lifestyle zu verlieren, denn genau das wollen vor allem seine vielen Fahrerinnen. Mini kann nicht nur Mini, sondern auch Maxi. Der neue Countryman ist der beste Beweis dafür. Er ist mehr als 4 Meter lang. Dass es jemals so einen großen Mini geben würde, hätte sich der Erfinder des Ur-Mini, Sir Alec Isigonius, bestimmt nicht träumen lassen. Denn der Ur-Mini war gerade mal gut 3 Meter lang. Der neue Countryman hat einen steileren Kühlergrill, ist noch sportlicher und noch effizienter, sagt Mini. Was das in der Praxis heißt, sehen wir uns jetzt an. 7 verschiedene Motorisierungen gibt es. Zählt man die Allradversionen dazu, kommt man auf satte 11 Varianten. Das Leistungsspektrum reicht dabei von 72 im Mini One Countryman bis zu 160 kW in der sportlichen Top-Version Mini John Cooper Works Countryman. Wir testen die Cooper S-Version mit Allradantrieb und 140 kW. Und wie fährt sich der neue Mini Countryman? Nun, nicht ganz so wie der Ur-Mini, das ist natürlich klar, denn der Ur-Mini hatte gerade mal 600 Kilo, der Countryman wiegt ungefähr das Doppelte. Dafür hat er auch Platz wie in einer Turnhalle für 5 Personen und es gibt ihn sogar mit Allradantrieb. In der Kombination Allradantrieb All-4 mit dem Cooper S-Motor mit 190 PS fährt sich der Countryman sogar richtig spritzig. Aus 1,6 Litern Hubraum holt der rein Vierzylinder-Benziner mit Twin-Scroll-Turbolader 240 Newtonmeter Drehmoment. In 7,7 Sekunden erreicht unser Testmodell die 100 km/h-Marke. Erst bei 215 ist Schluss. Der neue Mini Countryman ist die stylische Art, mehr Platz zu haben. Die Kombination 4 Türen, 5 Sitzplätze und dann auch noch Allradantrieb gibt es in dieser Klasse sonst nicht. Und eine neue Farbe gibt es auch noch und die heißt, weil der Mini ja theoretisch auch ins Gelände könnte, Jungle Green. Die aufrecht stehende Front sieht ein bisschen retro aus und betont den robusten und vielseitigen Charakter des Landmannes. Zusätzliche Individualisierungsmöglichkeiten bieten unter anderem Kontrastfarben für Dach- und Außenspiegelkappen. Optisch hervorgehobene Unterfahrschutzelemente für die Seitenschwelle sowie die Front- und Heckschürze gehören bei den Allradversionen jetzt zur Serienausstattung. Bei der Bodenfreiheit bringt es der Countryman in unserer Version auf 13,5 cm. Im Vergleich zum normalen Mini sind das gerade einmal 11 mm mehr. Andere Geländegänger haben da deutlich mehr zu bieten. Das Innere des Mini Countryman wirkt vertraut. Experimente gibt es nicht, dafür Detailarbeit an diversen Stellen. Serienmäßig bietet das Premium-Kompaktmodell 5 Sitzplätze, hat es aber ansonsten Mitte 4. Die Zahl 4 spielt hier eine extrem wichtige Rolle. Wir haben das Fahrzeug vor 4 Jahren eingeführt, zum ersten Mal über 4 Meter mit 4 Türen und Vierradantrieb. Wir haben jetzt jedes Jahr so um die 100.000 Fahrzeuge vom Countryman verkauft. Also für uns ein Riesenerfolg geworden. Mit einem Basispreis von 20.400 Euro ist der Mini Countryman in Deutschland 200 Euro günstiger als der 5-jährige normale Mini. Ob er nun in Sachen Geländegängigkeit das große Plus bringt, sei dahingestellt. Beim Nutzwert immerhin liegt der Countryman deutlich vorn.